Oh, wie langsam das läuft, ey. Mit dem Bier? Nee, das andere. Alles läuft hier gerade ziemlich lahm. Hey, der Diablock ist jetzt fertig. Einer noch? Das sah fast so aus, als wäre der nicht mehr genug drin. Oh, nice. Ja, dann haben wir es ja. Ach doch, 5000. Obwohl, es sind doch schon 8. Oh. Warum habe ich jetzt 9 reingepackt? Das sieht aber auch so aus, als würde das nicht reichen. Warum? Ja, er hat nur bis 3300 geschafft. Das ist, glaube ich, noch die erst nachlegen jetzt. Okay. Wie viel denn? Gute Frage. Mach mal erstmal 2. Brauchen die lange zu schmelzen? Ja. Okay, das macht er gar nicht. Na gut. Ich weiß gerade gar nicht, wo wir noch Dias hatten. Muss mal unten in die Kiste gucken, da sind welche drin. Ich kann eben welche holen. Ist denn Sand schon reingelegt? Ich mache jetzt erstmal den Koppelgenerator. Achso. So, was sollte ich? Hab schon. Hab die Dias reingelegt. Gucken, ob die reichen. Wenn nicht, dann lege ich noch mehr nach. Wo kommt denn das Redstone hin? Hier sind 2 drin. Hier geht's rein, in die Kiste. Ich mach das noch schöner. Ich könnte eigentlich... Das wird jetzt natürlich so ein richtig schönes Wirrwarr hier, aber nichts ist geiler. Schusch. Da muss man da gar nicht mehr hin, so. Ach stimmt, ich wollte mich da um das Gras nochmal kümmern. Ja.
habe Karat-Karotten-Seeds gekriegt. Okay. Dann schmeißt jetzt alles hier hoch. Also alles, was jetzt ins Sieb reingeht, das wird dann compacted, wenn es geht. Und alles, was dann am Ende rauskommt, geht jetzt in diese Barrels rein. In diese Crates hier. Ich habe jetzt 2 Karat-Karotte. Lockig, willkommen im Stream. Ne, ich brauch Kobalt. Blocky bitte! Alles klar, Blocky, willkommen im Stream. Wo geh ich denn hin, Mann? Was sind so viele Mods dabei? Endio. Bisselcraft, Thermal Foundation und Expansion, Tinkers, Immersive Engineering. Ja, mehr gibt's. Magneticraft, Pneumaticraft, wie heißt das andere denn nochmal? Projekt E. Diese ganzen Avaritia-Dinger, also das ganze Endgame-Gedöns. Galacticraft. Alles! Gibt es Pam's Harvest Craft? Ja! Auch dies! Haben wir hier ein einzelnes Kohleerz? Kohleerz? Mhm. Nee. Weil für diese Karat-Karotten muss man anscheinend irgendwie die 2-Karat-Karotte auf Kohleerz pflanzen. Ja, du musst in den Nether. Nether-Kohleerz holen, das in den Ofen tun und dann wird daraus Vanilla-Kohleerz. Okay. Das muss dann unter das Farmland drunter, glaube ich. Echt? Mal gucken, ob die Dias jetzt reichen. Hier steht, it can be harvested from fully grown carrot crops planted on coal ore. Oh, es wird doch noch ein Dias. Also direkt aufs Erz anscheinend. Ach so, okay. Die meisten sind sonst immer, dass du quasi das unters Farmland tust. Okay. Vielleicht verstehe ich das auch falsch. Kann ich nicht beantworten. We need to go deeper. Was, du warst noch nie im Nether? Muss aber aufpassen, das ist ganz schön krass da. Die erfüllt sich hier allmählich, Alter. Okay, ich baue eine Netherkohle ab und die explodiert erstmal direkt. Ja, das machen die so. Ja, aber ich habe keine Netherkohle bekommen. Ja, musst du nochmal probieren. Oder ja. Doch, 14 Stück. Okay. Manche explodieren, manche nicht. Ist ja noch am 7? Ja, nee. Wo ist das Portal jetzt eigentlich? Was ist in Pam's Harvest Craft so das beste Essen? Vermutlich Delighted Meal oder wie das heißt. Hä? Nee, warte mal, das war irgendwie anders. Ja. Auch Meal. Oder doch, Delighted Meal wird es sein wahrscheinlich. Delighted Meal. Und es gibt noch eine andere Sache, aber das ist mit eins der besten. Würde es sich lohnen, wenn du anfängst, erst so anderes auch? Ja, ja, das ist nicht dieses. Da würde ich was anderes machen zum Anfang. Was haben wir denn immer zum Anfang gemacht? Ich weiß das gar nicht mehr. Früher gab es diese komischen Auberginen. Gucken wir noch mal ein Video zu dem Mod. Ah, da. Das geht also schon. Hatte ich denn anfangs gemacht immer? Eigentlich immer das, was sich gerade angeboten hat.
vor allem so Saft und dann später, sobald sich das anbietet, die Milchshakes waren das, glaube ich. Ach so, ich muss das direkt mit den Seeds machen. Ich kann keine Karotte auf irgendetwas drauf machen. Dann brauche ich mehr Seeds. Kann ich die Seeds denn aus der Karotte wieder rauskriegen? Nicht, dass ich wüsste. Dann brauche ich einfach wieder ein bisschen mehr Kornmehl. Geht das nicht? Achso. Bookshelf. So war das. Das heißt, ich brauche 3 Bücher. Ich habe ja Bücher da. 10 Level habe ich auch. Ich habe ein Enchanted Book mit DK. DK? Was soll das denn machen? Herr DK, dieser YouTuber. Ja, das stimmt. Gab's den mal? Ja, ich glaube schon. Ja, gibt's. Oh, ich behalte sogar das Bücherregal. Scheiß drauf. Muss ich nochmal nachdenken. Ach so, ja, genau. Einfach nochmal Bone Meal benutzen. Dass es nicht dämlich aussieht, aber hey. So haben wir jetzt noch, ja, Nether Quartz. Alles an Nether Quartz, was wir hatten? Ja, nee, nochmal einen Karotten-Samen gefunden und den. Genau, den kann ich auf der Kohle platzieren. Und dann kommt da eine 4-Karat-Karotte raus. Ja. Wir sind reich. Eine 6-Karat kommt dann auf einem Eisenblock. Eisenohrblock. Woher bekomme ich einen Eisenohrblock? Kann ich dir jetzt so auch nicht sagen. Achso, auch von Eisenerz aus dem Nether. Okay, also quasi die Nethererze immer klein machen zu den Vanillaerzen. Also ich brauche das für Eisen, ich brauche das für Gold, ich brauche es für Redstone, ich brauche es für Lapis, ich brauche es für Emerald, ich brauche es für Dia. Okay, ich mein Nether. Ich würde aber allerdings auch nicht mehr allzu lange machen. Ich würde das wahrscheinlich morgen machen. Ich gehe jetzt. Gute Nacht. Ciao. Netter Junge. So, wollte ich denn jetzt hier ein bisschen davon nochmal schnell? Wieso hier bin? So, uns ganz schön das alles verbaut hier. Der war kurz mitnehmen. Ah! Das sind Viecher! Alter! Die One-Hitten dich! Ohne Rüstung. Ich würde empfehlen, sich mit denen nicht anzulegen. So aus meiner Erfahrung, die ich jetzt in diesen Jahren sammeln durfte. Hauptsache ich gehe jetzt erstmal drauf, noch kurz vor Ende. Uff. Sich da wieder hinrennen. Oh. Doch noch 2 Tode jetzt. Ich wollte doch gar keinen. Ach, das ist nie passiert. Ich hab nichts gesehen. So. Das für Viecher, Alter. So. Und da hat man mal so ein geiles Schwert, weißt du, und dann 19,6. Gucken, ob ich das jetzt auf 20 krieg.
20,43, das ist doch gut. Ich habe Schwefel gekriegt. So, Freunde, allerdings würde ich an dieser Stelle dann auch mal einen Cut machen, wollte ich gerade sagen. Ich sage immer Cut machen. Ich bin an Aufnahmen gewöhnt. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Stream wieder. Was hoffentlich wieder sehr bald sein wird und nicht 3 Monate später. Von daher, ciao. Und wir sehen uns. Bis dann.